jetzt mit der Pieper weiter. Aber nur kurz. Wir haben sie ja quasi schon. Man hört mit dem. Der erste ist auch der letzte. Kniestreifen. Ich mache ihn ganz langsam. Mal ohne Erklärung. Ihr könnt das euch anhören. Ja, einmal nach vorne noch. Schnappschüsse kann man noch mal machen. Halber Schritt ist eigentlich das Gewicht vorne links. Die Hände sind schon, haben so eine imaginäre Glasplatte. Aber die Finger sind schon locker. Entspannt im linken Bein ist vielleicht besser als Schnappschuss sich zu merken. Es ist näher an der Form. Dann ist auch die Ausrichtung Hüfte und Oberkörper ist nach vorne. Also das könnt ihr wirklich länger machen. Und jetzt kommen beide Hände in Bewegung. Der Oberkörper bleibt nach vorne ausgerichtet. Die Hüfte dreht nach rechts. Und im letzten Moment des A-Forms kommt der linke Fuß auf den Hacken und die Zehen nach oben. Genug im Stehen schon. Mal gucken, ob wir die Hände ein bisschen besser hergeleitet kriegen im Sitzen. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Ob ich das sehen kann. Also, die Hände. Das. Okay, dann ist das quasi so eine Beide. Yes. So, die sind nicht ganz so hoch. Ich mache das jetzt, damit die Kamera das sieht. Also normalerweise ein bisschen tiefer. Und dann kommt die eine Hand, beschreibt so einen Bogen. Und die andere einen gegenläufigen. Ja. Er kommt also von unten nach oben. Die eine geht nach hinten und die andere in einem Halbkreis nach vorne. Nicht ganz so krass, weil die bleiben dann so stehen. Ja. Wirklich noch mal so einen Fächer mitnehmen. Also wir haben das selber, also ich habe das bei meiner Meisterin mit so einem Fächer gelernt, dass die Hände quasi so einen Halbkreis beschreiben. Einmal noch. So, die rechte Hand kommt zu mir, die linke geht von mir ein bisschen weg, stellt sich schon auf und im letzten Moment bildet sich dann dieses A. Ja. Vielleicht nach vorne noch mal, auch ohne den Bogen, damit man ungefähr sieht, wie da, was da passiert. Ja. Kommt zu mir, die andere geht zu euch und im letzten Moment dieses A. Luft unter den Achseln und die Fingerspitzen sind nicht höher als meine Nasenspitze. Schultern locker. Das ist das, was die Arme machen. Das ist wichtig. Wunderbar. Eine Session. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf YouTube, auf Twitch. Okay.